immer in die Vollen. Die Kegel-WM 2009, das war für diese Damen aus Lidolsheim ein unvergessliches Ereignis. Stimmung war ohne Ende. Wir waren fast immer da. Es war toll. Man hat die Leute gekannt, die drin die Medaille überreicht haben, die Betreuer. Es war unser Fest. Und so soll das jetzt wieder werden. In der kleinen, engen Schulsporthalle in Lidolsheim wurden 8 moderne Kegelbahnen verlegt. Es passt halt einfach. Und was ich gemerkt habe in der Vergangenheit, wir waren schon im Ausland in Riesenhalle. Da ist die Stimmung eine ganz andere, wie wenn hier alles hautnah aufeinander klebt. Hier gibt es wieder Gänsehautstimmungen, da bin ich überzeugt davon. Die Halle ist prädestiniert für so ein Event. Harald Seitz, der erste Vorsitzende des Kegelvereins Lidolsheim, hat extra 6 Wochen Urlaub genommen, um die WM zu organisieren. 2 Jahre Vorbereitung, die Bahnen, Tribünen, Verpflegungsstände, alles muss extra installiert werden. Unterstützung vom Verein natürlich riesengroß, da muss natürlich jeder mithelfen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber wir kriegen auch riesige Unterstützung hier aus der Gemeinde. Ich finde es klasse. Also Dettenheim hat uns schon so viel Gutes getan. Ich bin eigentlich stolz, hier zu wohnen. Alle packen mit an, auch Bürgermeisterin Ute Göbel-Becker schaut immer wieder mal vorbei und verspürt schon Vorfreude. Die ist riesig und darunter mischt sich natürlich auch ein bisschen Spannung. So ein großes Event, das veranstaltet man natürlich nicht alle Tage. Los geht's mit dem Nachwuchs, dem Einzelweltpokal U14. Dem folgt ab 15. Mai dann die U18-WM und ab 20. Mai beginnen dann die Mannschaftswettkämpfe der Damen und Herren. Mit Melina Zimmermann und Saskia Seitz sind auch 2 Lidolsheimer Keglerinnen am Start. Bei beiden ist die Vorfreude groß. Sehr, sehr. Wir freuen uns wirklich total auf die WM. WM im eigenen Dorf ist was sehr Besonderes. Die Fans stehen voll und ganz hinter uns und wir hoffen, die treiben uns zu einem großen Erfolg. Ich denke, unter den ersten 3 sollten wir uns schon einreihen und alles, was dann nach oben geht, ist natürlich optimal. Tatsächlich gehören die deutschen Damen zusammen mit Kroatien und Ungarn zu den Mitfavoritinnen. Bei den Herren werden sich wohl Serbien, Ungarn und Deutschland um den Titel streiten. Hochklassiger Kegelsport wird auf jeden Fall geboten, sagt Cheforganisator Harald Seitz. Und Goldmedaille wie 2009 wäre natürlich ein Traum, wäre natürlich sensationell. Sportler.